Timo aus Essen ist bei uns. Das ist nicht der kleine Timo, der gesucht wird. Das ist ein etwas größerer Timo. Und der erzählt uns ein paar Sachen zum Thema Klimakrise und Migration. 68,8 Millionen. 68,8 Millionen Menschen waren vergangenes Jahr auf der Flucht. Auf der Flucht vor politischer Verfolgung, Krieg, Armut und gut die Hälfte auf der Flucht vor Auswirkungen der Klimakrise. Das bedeutet, jede Sekunde verliert ein Mensch auf der Welt durch die Klimakrise sein oder ihr Zuhause und wird vertrieben. Die Politikerinnen und Politiker erzählen immer gerne, dass sie Fluchtursachen bekämpfen wollen. Sie hauen mit rassistischen Ausfällen um sich, verschwenden unser aller Zeit, um gegen die Schwächsten unserer Gesellschaft zu hetzen und legen zivile Seenotrettungsorganisationen an die Kette. Was sie nicht tun, ist den Hauptmultiplikator für Flucht und Migration und somit wirklich Fluchtursachen mit allen Mitteln zu bekämpfen, die Klimakrise. Kein Mensch sollte gezwungen werden, sich auf die gefährliche Reise ins Ungewisse zu machen. Kein Mensch sollte gezwungen werden, sein Zuhause und das seiner Ahnen verlassen zu müssen. Und kein Mensch sollte gezwungen werden, zu den Waffen zu greifen, um Trinkwasser zu haben. Das ist keine Geschichte. Das ist keine Geschichte, das ist die Realität, wie wir sie heute schon in Bangladesch, in Kenia, Mosambik, den Philippinen oder in Mexiko erleben. Und die Probleme werden noch schlimmer. Wir alle werden es noch erleben, dass über 1 Milliarde Menschen weltweit gezwungen sind, zu flüchten. Vor den Folgen einer rückwärtsgewandten Klimapolitik alter grauer Herren und Damen, die uns die Zeit und uns die Zukunft und uns, den Menschen weltweit, die Lebensgrundlage raubt. Wir werden die Küsten verlassen müssen, egal ob in New York City oder Dakar, egal ob Karachi oder Kiel, um dem steigenden Meeresspiegel zu entkommen. Die Menschen aus den jetzt schon trockenen und heißen Gegenden der Erde werden in feuchtere, kühle Regionen ziehen müssen, weil ihr Zuhause unbewohnbar sein wird. Wir, die Menschen weltweit, werden von immer mehr verheerenden Stürmen heimgesucht werden. Wir werden von immer mehr Kriegen um die letzten Trinkwassergebiete oder bewohnbaren Flächen vertrieben. Von immer mehr Kriegen vertrieben. So. Und dann stehen die Milliarden Menschen vor den letzten Zufluchtsorten und trommeln mit letzter Kraft an das verschlossene Tor. Denn kein Land der Erde, kein Land der Welt erkennt die Klimakrise als Asylgrund an. Wir alle werden das erleben. Wir werden all das erleben. Wir werden all das erleben, wenn wir weiterhin auf Kohle, Öl und Gas setzen. Mit einem Kohleausstieg, der viel zu spät kommt und nicht nur das Zuhause von Menschen im Rheinland oder in der Lausitz gefährdet, sondern von Menschen weltweit. Wir alle werden das erleben, wenn die Bundesregierung weiterhin die klimaschädliche Massentierhaltung massiv subventioniert und alles daran setzt, eine ökologische Landwirtschaft zu unterbinden. Wir alle werden das erleben, wenn weiterhin keine Verkehrswende kommt. Weiterhin auf immer größere, noch umweltschädlichere Autos statt auf öffentliche Verkehrsmittel und das Rad gesetzt wird. Und alle Klimaschutzmaßnahmen durch Verkehrsminister Andreas Steuer im Keim erstickt werden. Und wir alle werden Flucht, Vertreibung, Dürren, Artensterben, Hungersnöte, Polkappenschmelzung, verheerende Stürme, Korallensterben, Überschwemmungen und Kriege in voller Härte zu spüren bekommen, wenn weiterhin keine Anzeichen von effektivem Klimaschutz zu sehen sind. Aber wir müssen das nicht erleben. Ihr, die uns in die Lage gebracht habt, erlebt, dass der Wandel kommt, ob es euch gefällt oder nicht. Denn wir sind hier, weil wir euch wissen lassen möchten, dass wir keinen Bock mehr haben. Wir haben keinen Bock mehr auf eure Hetzkampagnen und leeren Worte. Wir haben keinen Bock mehr darauf, dass noch mehr Menschen vertrieben werden, Arten aussterben, die Pole schmelzen, wir sehen in Auges Richtung Abgrund fahren. Die Klimakrise weiter angeheizt und unsere Zukunft und die des Planeten aufs Spiel gesetzt werden. Denn wir sind hier, wir sind laut! Wir sind hier, wir sind laut! Danke, ihr seid mega.